Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt bekommen. Da werden wir direkt mal gucken. Und zwar im Bereich Fangen. Verringert die Aufmerksamkeit von Insekten und Meereskreaturen 10% weniger. Chance, Insekten und Meereskreaturen von besserer Qualität zu fangen. Oder Chance, die doppelte Anzahl an Insekten und Meereskreaturen zu fangen. Ich würde hier tatsächlich mal die Aufmerksamkeit nehmen, weil manchmal haben wir das Problem, dass die uns entwischen. Das vermeiden wir dann vielleicht damit. Müssen wir mal schauen. So, hier haben wir schon mal wieder Gänseblümchen. Cool. So, und wir werden wieder unsere Pflanzen gießen. Muss ja alles hier seine Richtigkeit haben. Ich hoffe, die Bäume hier sind bald ausgewachsen, dann können wir die mal fällen. Die verdecken hier so ein bisschen den Blick aufs Feld natürlich. Ja, ich denke, heute werden wir mal tauchen gehen. Das ist eigentlich eine gute Idee, um da vielleicht ein bisschen voranzukommen. So, das wäre erledigt. Gänseblümchen. Aber gar nicht so viele, guck mal. Ich würde die 5 aber trotzdem nochmal reinpacken. Die Veilchen lassen wir jetzt auch mal hier. Und dann gehen wir runter zum Strand. Ich bin immer im Zwiespalt und jetzt schon wieder sammeln sollte, weil wenn wir jetzt schon wieder anfangen zu sammeln, dann haben wir im Wasser gleich nicht so viel Inventarplätze. Aber die beiden Blumen können wir vielleicht nochmal verschenken hier. Müssen wir mal gucken, ob wir hier jemanden entdecken. Da! Zum Glück bin ich nicht allzu gestresst. Das gehört zu den Vergünstigungen meines Jobs. Ich bin immer von der Natur und schönen Dingen umgeben. Es macht mir immer gute Laune. Ich habe ein paar Fotos vom Recyclingzentrum geschossen. Ich möchte die verschiedenen Stadien dokumentieren und die Serie Das Chaos, das wir angerichtet haben, nennen. Ich habe ein Bild von dem Recyclingzentrum, als es halb leer war, falls du dir das ansehen willst. Naja, sieh dir das an, ich danke dir. Bisschen mehr Euphorie. Okay, dann wollen wir mal runtergehen, tauchen. Ja, eine Geode hier haben wir schon gefunden. Oder wie man das auch immer nennen mag. So, 5. Genau, wir sammeln wieder so ein bisschen bronzenen Seetang hier. Das brauchen wir ja auch noch. Und da finden wir auch wieder einige Muscheln. Natürlich auch Salz. Wir versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. So, da hinten haben wir eine. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen hackern hier. Den nehmen wir mal mit. Habe ich gar nicht gesehen, dass da einer ist. Sein Maul befindet sich unter seinem Körper.
Ah, ich sehe unser Inventarplatz schon wieder voll werden. Aha, da ist er. Dann wollen wir mal gucken, wo der hin möchte. Und hier ist noch einer, also wir müssen noch einen finden. Tatsächlich. Das ist nicht der einzige hier in dem Bereich. Aber wir warten erstmal auf den jetzt. Wo er lang möchte. Da hoch. Okay, da startet er und macht hier den Bereich wieder sauber. Ja, hier müsste jetzt gleich hier das ölverpestete Gelände verschwinden. Und so haben wir dann das Meer nach und nach geheilt. Ich versuche auch immer so viel Müll wie möglich mit den Schlägen wegzubekommen. Damit wir uns hier die Energie so ein bisschen effizient einsetzen. Ich weiß nicht, ob wir hier halt schon zu weit weg sind vielleicht. Das könnte sein. So, 35 Ausdauer haben wir noch. Oh, wäre schön, wenn wir den hier noch finden. Aber das können wir wohl knicken. Da haben wir nochmal eine Truhe. Wir haben auch nichts da, ne, zum Essen oder so. Ja, die Auster. Tja, das war's dann. Holen wir mal den Anker her und dann gehen wir mal hoch. Schade, nur ein entdeckt. Aber beim nächsten Mal machen wir das nochmal. Dann werden wir hoffentlich mehr entdecken. Wie sieht's denn hier aus? Zwei Plätze haben wir noch frei. Müssen wir eigentlich alles mitnehmen? Ne, die Steine, die können wir hier lassen. Da haben wir sowieso genug von. Und dann nehmen wir lieber die Muschel mit, die Stachelschnecke. Ja, schade, dass es immer so grau wird, aber gut, irgendwie muss man das natürlich visualisieren, dass man kaum Energie noch hat. Aber ich mag es, wenn es schön bunt ist hier, das Bild. Mal so gleich. Genau. Das wir so machen. Zack. Und dann können wir das Ding mal essen hier. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus. So, der kommt rein. Der kommt rein. Dann haben wir auch 5 hier. Den können wir noch spenden. Herzmuschel sind wir dann auch auf 5. Die pazifische Auster. Tja, eigentlich bräuchten wir nochmal eine Truhe, eine weitere. Verzierte Truhe. Die nehmen wir mal mit. Wilde Samen.
Meersalz. Haben wir das schon irgendwo gehabt? Ich glaube nicht, ne? Das haben wir einmal verkauft, meine ich. Ja, dann nehmen wir den nochmal mit, packen den rein. Den können wir spenden. Und die verzierten Truhen packen wir dann hier mit rein. So, wilde Samen. Was machen wir damit? Packen wir erstmal hier mit rein. Okay, wir haben noch auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit. Ich würde jetzt eine Runde nochmal drehen durchs Dorf. Und einfach ein paar Pflanzen sammeln. Vielleicht auch ein paar Tierchen noch einsammeln. Cool. Das war der, der, glaube ich, 100 Gold sogar gibt, ne? Eine Schnecke. Du kommst mit. Ja, und dann gehen wir halt noch mal im Museum nachher vorbei. Ja, das Geld liegt hier buchstäblich auf dem Boden. Wir müssen es nur einsammeln. Na, so wie mit dem Wasabi, da haben wir uns schon einen kleinen Vorrat zugelegt. Den Rest werden wir mal verkaufen. Hier ist nichts mehr. Auch immer interessant, was hier so drin ist. Naja, bisschen Kompost. Ja, ich glaube, bei 24 Energie müssen wir schon aufpassen. Wobei die Schnecke würde ich eigentlich mitnehmen, aber dann laufen wir gleich schon wieder langsamer. Dann lassen wir das mal lieber. Ausbeute ist ja schon mal gar nicht schlecht. Da lag noch ein Pilz. Den hole ich mir noch mal. Zack, mitkommen. Wird auch verkauft. Inventar ist voll. Schade. Dann schmeißen wir den Kompost mal weg. Ja, wo wir gerade auf der Ecke sind, können wir dann über das Museum zurück auf den Hof. Ah, verdammt. Ein Fisch, der könnte nochmal wichtig sein. Dann lass uns mal den Müll wegschmeißen hier. Eine Forelle. Weiß ich gar nicht. Haben wir die schon mal abgegeben? Ja, haben wir. Ohne zu angeln haben wir schon ein paar Fische. So, dann kommen wir hier auf die 20, weil wir den Seestern abgeben. Dann hier die Belohnung, 20 Glas, sehr schön. Ja, ich denke mal, bei 30 abgegebenen Gegenständen kriegen wir die nächste Belohnung. Was kostet denn eigentlich der Rucksack? Jetzt gerade ist geschlossen. Aber vielleicht hat er ja trotzdem noch auf. Nee, keine Chance. Jürgen, du bist ja schon Stammgast. Du arbeitest wohl schwer. Ja, langsam wird es zur Gewohnheit, ne? Gut. Wie ich sehe, gewöhnst du dich an das Versenden von Feldfrüchten. Und weißt du was? Das war ein Volltreffer. Die Leute haben die Qualität und den Preis lokaler Produkte wirklich vermisst. Ach ja, richtig. Du weißt wahrscheinlich nicht, was wir verkauft haben. Komm, mir nach.
Wir verkaufen hauptsächlich Importe. Wie du sehen kannst, ist dieser Bereich gut bestückt. Und alles ist teuer, wegen der Versandkosten, Steuern und so weiter. Ich gebe mein Bestes, um die Preise niedrig zu halten. Meine Gewinnspannen sind hauchdünn, aber es reicht einfach nicht. Noch weiter runter und wir können nicht davon leben. Und das hier ist unsere regionale Abteilung. Sie ist so leer und wirklich traurig anzusehen. Sobald ich unsere Feldfrüchte geliefert bekomme, räume ich sie hier ein und sie verkaufen sich wie die warmen Semmeln. Fliegen förmlich aus den Regalen, wirklich. Als meine Eltern noch lebten, war diese Abteilung, ja, unser ganzer Laden mit allen möglichen lokalen Produkten bestückt. Das war etwas, worauf man stolz sein konnte. Jetzt leben wir aber in einer anderen Zeit. Die einzige Option sind Importe. Und das ist mir peinlich. Jetzt, da du da bist, Jürgen, können wir die Abteilung für lokale Produkte wieder eröffnen. Dafür musst du mir allerdings viel mehr Obst und Gemüse liefern. Nimm diesen Hinweis, ich habe es hier ausführlicher erklärt. Aber keine Sorge, ich gebe dir ein paar zusätzliche Münzen zu deiner üblichen Bezahlung, wenn die gesamte Bestellung erfüllt ist. Klingt doch gut, oder? Na klar. Ja, er hat leider nicht mal auf. Verschicke bronzene Qualitätsgemüse und bronzene Qualitätsobst. Ja, das werden wir hinkriegen, denke ich. Was haben wir hier? Du möchtest eine Karotte haben. Kenny sucht eine Karotte. Klar, nehmen wir an. Karotten müssen wir ja jetzt bald ernten. Meine Eltern haben mir nie erklärt, warum mich Suki genannt haben und meine Schwester Alice. Meine Schwester sieht vielleicht zierlich aus, aber Donnerwetter, sie kann jede Menge verdrücken. Vor allem, wenn sie Kuchen mit Jackfruchtfüllung macht. Ein gesunder Appetit ist gut. Das ist übrigens eines ihrer Lieblingsgerichte. Das und grüne Smoothies meine ich übrigens auch. Hast du wirklich gedacht, das würde ich mir gefallen? Haha, nein, war nur ein Scherz, es ist perfekt. Also Alice mag grüne Smoothies, das ist immer gut zu wissen, sowas. Man erfährt eben durch die Bewohner auch allerhand Informationen über andere. Und es gibt natürlich Variationen von den Geschenken. Einige werden nicht gut ankommen, andere wiederum werden geliebt. Das ist immer ganz unterschiedlich. So, Wasabi wird verkauft. Veilchen. Ja, da könnten wir halt mal gucken, dass wir die nach und nach nochmal verschenken. Da haben wir keinen Platz mehr, der wird verkauft. Tja, da kommen wir schon wieder in Probleme mit dem Platz hier. Die Forelle. Natürlich hier auch keinen Platz, dann packen wir die da rein. Hier haben wir jetzt auch keinen Platz mehr für die Truhen. Ja, wir brauchen größere Kisten, das nützt nichts. Das nützt nichts. Ja, bringen wir das erstmal rein. Die wilden Samen können hier mit rein. Dann packen wir den da auch erstmal mit rein. Wie sah das denn mit dem Morchel aus? Da haben wir auch 5. Okay. Ja, eine Truhe können wir mal mitverkaufen. Können uns die andere Truhe auch nochmal anschauen hier. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht verkauft. Am besten eigentlich immer aufbrechen, aber ich habe das ganz gerne, dass man zumindest den Wert einmal erkennt. Wie viel die denn so wert sind. Wir gehen auch mal in die Stadt, um hier unsere letzten Blumen loszuwerden. Und vielleicht können wir auch die Mülleimer nochmal plündern. Hier war auf jeden Fall noch was. Der Saft. Ja, mal sehen, ob wir jetzt hier überhaupt noch jemanden antreffen. Ja, doch. Ein paar Leute sind noch da. Heute ist es viel zu schön, um drin zu bleiben, oder? Um die Farm deiner Großeltern hat sich lange niemand gekümmert. Das hättest du sehen sollen. Das war kein schöner Anblick. Bürgermeister Connor wollte daraus einen Gemeinschaftsgarten machen, bevor du eingezogen bist. Ich bin übrigens froh, dass du das gemacht hast. Jetzt wird sich jemand um das Land kümmern. Vielen Dank.
Man braucht nicht viel Geld, um glücklich zu sein, Jürgen. Sieh mich an, ich habe nicht viel Geld, aber ich bin glücklich. Ich habe alles, was ich brauche. Manchmal pflanze ich gerne ein paar Blumen rund um den Bus, du weißt schon, das hilft den Bienen. Ich verkaufe auch ein paar davon. Manchmal pflanze ich auch Kräuter an, aber nicht immer. Ich kaufe keine Samen, sondern verwende, was ich auf der Insel so finde. Juhu, danke. Vor meinem Arzttermin zu Mittag frühstücke ich nur wenig. Ja, mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich gehe gerade zur Untersuchung. Wenn du mal Zeit hast, komm vorbei und probiere einige unserer Speisen und Getränke. Sie sind die Favoriten der Inselbewohner. Sie eignen sich auch hervorragend als Geschenke. Es ist eine einfache Weise, Menschen für sich zu gewinnen, weißt du? Genau wie Blumen. Ein Geschenk, danke. An meinem freien Tag mache ich erst Tai Chi und den Rest des Tages spaziere ich herum. Ich koche gerne, vor allem wenn die Zutaten frisch aus der Natur kommen und nicht im Laden gekauft wurden. Danke vielmals. Sehr schön. Die freuen sich, die meisten. Gibt natürlich auch ein paar Bewohner, die sich über Blumen nicht so freuen. Aber das werden wir uns dann merken, wenn das mal passiert. So, ich würde ganz gerne noch ein bisschen Blumen plündern, wenn es hier welche gibt. Na, Schnecke. Grille. Ja, wird schon spät. Lass uns bald mal auf den Heimweg machen. Ich glaube, die Grillen fängt man dann auch eher nachts. Dann sind sie ja sehr aktiv gegen Abend. Oh, was bist du denn für einer? Warte mal, wir essen den hier mal. Könnte sein, dass wir den noch nicht haben. 100 Füßler. Hat er wirklich 100 Füße? Na, könnte man mal nachzählen. Guck mal, den können wir sogar noch spenden. Ja, dann gehen wir über das Museum zurück. Ah, ich glaube, im Meer werden wir noch viel finden, was wir hier so abgeben können. An Tieren zumindest. So, ich glaube, das sollte erstmal reichen für den Tag. Nicht, dass wir gleich hier noch vor Erschöpfung umfallen. Dann schauen wir uns morgen vielleicht mal nach einem größeren Rucksack um. Bisschen Geld haben wir ja jetzt. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir auch Geld haben, um neue Samen zu kaufen. So, wir füllen die auch schon mal wieder auf. 45 Energie haben wir noch. Da sollte noch ein bisschen was drin sein hier zum Zerhauen. Okay, das reicht. Wollen wir nichts riskieren. Der Kranke.
rein. So, ab ins Bett. Tauchen. Sind wir eine Stufe aufgestiegen. Wir können jetzt einen Vortex-Anator Stufe 1 herstellen und einen Taucher-Snack. Die maximale Ausdauer erhöht sich um 3. Und hier haben wir ein bisschen Geld gemacht. Auch wenn es nicht viel ist, immerhin besser als gar nichts. Und für so eine Truhen bekommt man hier 35 Gold. Ist jetzt auch nicht die Welt. Die würde ich dann eher aufbrechen lassen. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.